Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Fragen, 5 Antworten. Hallo Stefan. Hallo Alexandra. Oder Shangri-La. Gibt es sowas? Gibt's auch, ja. Was heißt das nochmal? Ist das nicht so ein Gruß? Ich dachte, hier werde so eine Kette umhast. Ein Aloha-Kettchen. Ja, wir haben jetzt auch wieder weder Kosten noch Mühen gescheut, auch ein tolles Ambiente herzuzaubern. Ne? Ja. Letzte Woche waren wir ja, hat jemand rausgefunden, dass es die Osterburg in Weida und durch Weida, die Weida fließend war? Da gab es Zuschriften. Gab es Zuschriften? Also ganz intelligente Zuschauer haben wir, ne? Absolut. Diesmal nicht am Fluss und auch nicht an einer Burg, sondern an einem Meer. Ne? Was es nicht alles gibt in meinem Wahlkreis. Ja. Das ist tatsächlich das Zeulenrodaer Meer hinter uns. Ne? Und vor uns, das zeigen wir vielleicht gleich mal, was hier Hübsches vor uns ist. Aber, ist auch schön. Das Meer macht ja auch Lust auf Meer. Ja. Meer, also mehr, relativ wenig Meer. Wir brauchen mehr Meer. Und macht auch Lust insoweit auf Meer, als dass jetzt hier auch du irgendwie so als Meeresnixe unterwegs bist. Ja, das erinnert mich, dass ich war ja mal auf Hawaii. Ja. Da kriegt man sowas ja umgehangen, wenn man hinkommt, aber in echt. Okay. Aber warum habe ich das umhängen? Wahrscheinlich, weil es um Deutschland geht. Ja, geht's ja jede Woche. Vielleicht irgendwas mit Fußball? Ja, genau. Das ist hier meine Fan-Ausstattung, ein kleiner Teil davon. Aber Schwarz und Gold hat beim Fußball eigentlich nichts verloren, wenn man so Nancy Faeser und Konsorten sich anhört. Ne? Genau, aber ich habe halt den Vorteil, mein Arbeitgeber erlaubt mir das. Richtig. Der unterstützt das sogar. Ja, das sehen wir dann im Sommer. Der unterstützt das sogar. Und gerade hatten wir noch gesagt, guck mal, hier, Gott sei Dank ist hier auf dem Kinderspielplatz relativ wenig los und schon kommen die Kindermassen. Wunderbar. Und stürmen hier rein. Nancy Faeser hat sich überlegt, dass man Grenzkontrollen machen will zur EM. Was hältst du davon? Ich glaube, das war letztes Mal auch schon so. Ne? Das ist mal, wenn G7, G20 oder irgendwelche Treffen sind, dann zaubert man Grenzkontrollen aus dem Hut, die ansonsten immer des Teufels sind, die also gar nicht gehen. Und auch nichts bringen. Sowieso nicht. Aber war nicht jetzt auch noch nicht mal eine Zeit lang Grenzkontrollen gegen so Flüchtlinge? Und da hat man ratzfatz Tausende von Haftbefehlen vollstreckt und Zehntausende Flüchtlinge ferngehalten? Ja, komisch. Irgendwas war da, ne? Und bei solchen großen Ereignissen, wie gesagt, da wird dann auch hier in die Mottenkiste gegriffen, in die Mottenkiste der Altparteien. Und dann machen die plötzlich genau das, was wir immer fordern. Ja, aber warum bringen Grenzkontrollen nur was, wenn EM ist? Ja, das frage ich mich auch. Das ist immer so ein bisschen dafür zu tun, als wenn man was tut. Und dafür zu sorgen, dass irgendwelche Sachen, die tatsächlich mal von vielen Menschen verfolgt werden, dass die halt nicht so offensichtlich werden. So. Der übliche tägliche Wahnsinn, den hat man so hingenommen. Ja. Mein Gott, 1000 Illegale am Tag ist halt so. Ja. Aber wenn bei so einer EM was Unangenehmes passiert, dann ist das ja sofort weltweit verbreitet. Und das will man wahrscheinlich verhindern. Man will wahrscheinlich schlimme Bilder, die sonst alltäglich sind, will man wahrscheinlich verhindern. Ja, schlimme Bilder, das kennen wir ja noch von Frau M. Aus B. Ja. Man will, so heißt es, Gewalttäter an der Einreise hindern. Ich persönlich, so als Frau vor allem, würde mir ja wünschen, dass man Gewalttäter immer verhindert. Genau, das ist aber wieder das Thema, was ich vorhin erwähnte. Das ist, fällt ja nicht weiter auf. Man hat sich daran gewöhnt, an Gewalttäter, an Vergewaltiger, Gruppenvergewaltiger, Messerstecher, Mörder. Alles zugewandert. Ja. Natürlich nicht alle zugewandert, aber in sehr großem Maße zugewandert. Daran hat man sich gewöhnt. Am Anfang war ja wirklich das Entsetzen doch teilweise groß, wenn sowas passiert ist. Inzwischen nimmt man das so achselzuckend hin. Das Einzige, was passiert, ist dann immer hier Aufschrei gegen rechts irgendwie. Sowas wird dann instrumentalisiert. Aber wie gesagt, bei der WM ist eine andere Hausnummer. Da wird halt... EM. Naja, bei der WM aber auch. Ja. Also. Es ist halt ist klein. Nicht alles. Ja, ist doch völlig egal, ob es eine ist oder nicht. Hat irgendwas mit Fußball. Ja. Na, wenn Fußball groß Ereignis ist, egal ob WM oder EM oder was auch immer, ist halt der Fokus der Öffentlichkeit auf Deutschland. Und da versucht man sich halt mal weniger zu blamieren als Innenministerin, als es üblicherweise der Fall ist. Das wird schwer. Ja, also spätestens, wenn ihr wieder ihr Träger-T-Shirt rausholt und sich Armbinde umbindet, ist es vorbei. Also. Ist denn One Love Armbinde, ist das noch in? Weiß nicht. Oder gibt es jetzt Two Love, Three Love oder Love for All? Achso, du meinst, das ist ein bisschen Nazi, nur eine Liebe? Ich fand schon. Ja. Das ist schon ziemlich rückwärtsgewandt. Würde ja auch das demografische Problem lösen. Also ist die Armbinde jetzt wieder Pflicht jetzt bei der oder reicht das dieses schöne Trikot, was sie sich da ausgesucht haben? Und darf man das noch oder ist das nur in Regenbogenfarben? Das habe ich ja vorhin schon, habe ich mich vorhin schon distanziert von. Ja, ja, aber in Regenbogen wäre es okay, oder? Ja, mindestens. Gibt es das irgendwo? Ein Hörnchen noch da dran baumeln lassen? Nein, nichts gegen ein Hörnchen. Also. Ein Hörnchen? Ja. Ja, genau. Ist so hübsch. Das ist eine schöne Sache. Ja, absolut. Die Gefahr kommt auch von Terrordrohnen, habe ich gelesen. Wie findest du das? Ja, wir hatten doch mal so eine Terrordrohne schon ansatzweise. War das nicht so eine Aktion mal von Fridays for Future? Ja. Was war das denn nochmal für eine Truppe?
Nee, das war nicht Fridays for Future. Die in so ein vollgesetztes Olympia, ja. War das Olympiastadion in München? Ich glaube schon, ja. Also ich weiß nur Stadion, so aber... Flieger da haben reinfliegen lassen, was also nur mit viel Glück zu weder Verletzten noch Toten geführt hat und Terrordrohungen. Ich meine, wir kriegen es ja im Ukraine-Krieg mit, wie ja, überall verfügbar die auch sind. Die können Panzer knacken und solche Geschichten. Also die kann man offenbar auch nicht so richtig schnell orten oder unschädlich machen. Siehe Fregatte Hessen, die hatten ja am Anfang da auch Probleme ihres Einsatzes. Am Anfang ihres Einsatzes auch Probleme. Das ist natürlich eine riesengroße Gefahr, klar. Und was ich sehe, ist natürlich, dass auch extrem viele Kriegswaffen wahrscheinlich im Umlauf sind. Mhm. Es ist ja nachgewiesen, dass sehr viele Kriegswaffen, also mit anderen Worten automatische Waffen, Minen und solches Gerät in die Ukraine geliefert wird. Aber auch sehr viel aus der Ukraine wieder hinaus exportiert wird durch schwarze kriminelle Machenschaften. Wird also auf dem Markt, wie man so hört, sind sehr viele Kriegswaffen und solche Geschichten verfügbar. Und das erhöht natürlich die Bedrohungslage ganz massiv. Aber auch teilweise selbst gemacht. Ich meine, was beschwert man sich dann jetzt, wenn man sagt, wir haben riesengroße Probleme? Ja, Leute, da müsst ihr halt die Politik von Anfang an anders strukturieren. Ich frage mich echt, ob Deutschland noch geeignet ist, um sowas zu machen oder ob Deutschland nicht einfach zu gefährdet ist. Wir haben ja keine Ahnung, wer hier ist und wir haben auch keine Ahnung, wer hier reinkommt. Wir haben auch keine Ahnung, wer als Fußballfan verkleidet reinkommt oder nicht. Es ist ja völlig... Ja. Vielleicht schon da, vielleicht noch nicht. Genau. Vielleicht morgen, vielleicht gestern. Wir hatten noch hier die Tage in Thüringen so eine Terrorzelle vom ja. IS ausgenommen, die also hier in Gera, also in Ostthüringen, was ja nun wirklich bisher jedenfalls nicht so der Hotspot der islamistischen Gewaltverbrechen war, sogar da... treiben sich jetzt solche Typen rum und keiner hat so eine richtige Ahnung, wo die überall noch sind. Nö, interessiert doch keinen. Aber wir haben ja in Deutschland auch die geilsten Fußballer überhaupt, finde ich. Ja. Kannst du dich noch erinnern, vor ein paar Jahren wollte Gauland nicht neben Boateng wohnen? Richtig. Inzwischen will keiner mehr neben Boateng wohnen. Ich glaube auch nicht. Da kam einiges zum Vorschein. Ja gut, wir haben jetzt so islamistische Anwallungen da. Der heißt Rüdiger mit Nachnamen. Ne? Das ist der Abwehrchef Rüdiger, habe ich mir aufgeschrieben. Der ist ja muslimisch, was ich auch nicht, habe ich nichts gegen. Soll er machen. Wie er will. Aber, so, aber das ist ja diese Gesten, die ich jetzt nicht nachmachen möchte, die sind gar nicht mehr islamistisch. Aber erst seitdem das jetzt aufgearbeitet ist wurde. Ist unproblematisch. Ne? Genau. Also ich habe noch gelesen, vor einigen Jahren hat, glaube ich, NTV noch berichtet, das wäre sozusagen das Heil Hitler der Islamisten, wäre dieser Gruß. Und jetzt, nachdem Rüdiger das gemacht hat, ist das einfach so, ja, macht man halt. Ne? Den Finger in die Luft zeigen. Ich persönlich muss das ehrlich sagen, es gibt ja ganz viele komische Handbewegungen, die man nicht mehr machen darf, nicht mehr machen soll. Ja, ja. Das war mir jetzt auch nicht so geläufig. Wir kriegen auch öfter Zuschriften, wenn du die falsche Handbewegung gemacht hast. Wie jetzt? Ja, ja. Also ich habe gehört, man darf sich, glaube ich, nicht mehr so an die Brille fassen. Dabei frage ich mich, wie setzt man sie dann auf, ohne sie anzufassen? Wieso, was heißt das? Ist das Freimaurer oder so? Es gibt bestimmt jemand von den Zuschauern, der es weiß. Es ist jedenfalls... Nein, man darf auch hier diese üblichen Tauchzeichen alles verboten. Das ist auch verboten. Mit dem Daumen ja. Und jetzt, wie gesagt, mit dem Finger nach oben ist irgendwie, man muss da sehr aufpassen. Vielleicht wollte uns Herr Rüdiger auch nur zeigen, was da oben bei ihm an der Decke los ist. Also ich habe das Foto gesehen und dachte erstmal, wer ist das denn? Also ich konnte das erstmal gar nicht so richtig ja. zuordnen. Und wenn man dann liest, dass das der Chef der Abwehr der deutschen Fußballnationalmannschaft ist, dann fasst man sich nicht nur an den Kopf, sondern wundert sich doch sehr. Ach so, ich wollte gerade sagen, wo fasst du dich da hin? Ja, also man darf jetzt auch nicht über... Also, wie gesagt, ist alles nicht so einfach. Nee, das ist es nicht. Schwieriges Thema. Also wie kann man jetzt erwarten, dass jemand, der... Kann ja glauben, was er will und machen, was er will. Aber meinst du, der ist so richtig mit Haut und Haar dabei und kämpft für Deutschland? Nee, meine ich nicht. Kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, die eine oder andere Ablenkung ist da schon bei ihm dabei, die ihm es nicht möglich macht, sich vollständig auf Deutschland und die deutsche Nationalmannschaft zu konzentrieren. Wie macht er das? Ist ja gerade Ramadan. Ja, weiß ich nicht. Wie ist das? Kann man das vereinen mit Sport? Wissen das die Zuschauer? Ja gut, dann hast du nicht gesagt, da gibt es auch jede Menge Ausreden. Ja, aber Sportler ist, glaube ich, keine. Ich meine schon. Ich habe das mal gelesen. Wenn man dann Hunger und Durst, das geht irgendwie alles. Als Sportler? Ja, ich weiß nicht. Ach so, ich dachte, wenn man krank ist oder... Ja, also man schafft sich so viele Probleme, die eigentlich nicht andersweise sein müssen. Und ich weiß nicht. Aber wenn mir jemand vor 25 Jahren gesagt hätte, dass man über sowas redet, im Zusammenhang mit einer Fußball-Europameisterschaft, dem hätte ich auch gesagt, dem hätte ich dann auch das Zeichen mit dem Zeigefinger an der Stirn gemacht. Ja. Darf man auch nicht. Oder ist das inzwischen... Meinst du, das ist bestimmt auch verboten. Was ist eigentlich nicht... Es ist schwierig. Ja. So. Aber trotzdem freuen wir uns doch auf die Fußball-Europameisterschaft, oder? Mir ist egal. Dir ist egal? Völlig. haben Sie es völlig verscherzt bei dir? Das hat mich nie interessiert. Ich kann das nicht. Nee? Es tut mir sehr leid, aber ich kann für dieses Deutschland keine Gefühle entwickeln. Aber du siehst Hopfen und Malz doch nicht als verloren an. Also man könnte das doch...
diesen Tanker Deutschland wieder in die richtige Richtung drehen. Ja, bestimmt. Oder? Aber ich wär, also, du weißt auch, dass ich zum Beispiel die Nationalhymne nicht mitsinge, wenn das bei unseren Veranstaltungen so ist. Nein? Nein, nie. Ich werde für dieses Deutschland singe ich keine Hymne. Aber du kennst den Text noch nicht. Ich kenne den Text. Und ich kann es auch. Ich habe es auch in der Schule gelernt. Ich habe dich schon mal singen hören. Du hast mich noch nie die deutsche Nationalhymne. Du hast mich vielleicht die DDR-Nationalhymne singen hören, aber die deutsche Nationalhymne hast du mich nicht singen hören. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier senden können. Oder ob wir das besser rausschneiden. Nein, das also, ich schäme mich für das, was hier passiert. Und das, ich finde, das Land hat im Moment das nicht verdient. Und trotzdem bindest du hier so eine schicke Kette um? Das, die habe ich noch im Schrank gehabt, weil es gab ja auch mal bessere Zeiten. Ist sie von 2006? Nee, ja. Da warst du ja noch nicht geboren. Ich glaube, von deinen Eltern? Ja, genau, die habe ich geerbt. Ja. Von meinen Urgroßeltern. Nein, früher war ich da wirklich mit Haut und Herz dabei. Und ich habe ja auch schon mal erzählt, dass meine afghanischen Studenten damals auch, als sie hier in Deutschland waren, mit auf dem Campus gab es großes Public Viewing. Und die waren im Deutschland-Trikot in der ersten Reihe dabei und haben für Deutschland gejubelt mit Herz und allem, was dazugehört. Und da gehörten diese Ketten auch zur normalen Ausstattung und diese Schminke, wo man sich schwarz-rot-goldene Faden auf die Stirn gemacht hat. Und das war schön. Aber das ist halt nicht mehr heute. Das ist okay, nicht, aber wir kriegen das nicht. Ich habe ja gerade das Bild des großen Dampfers. Habe ich, glaube ich, letzte Sendung auch schon mal, dieses Bild. Und dieser große Dampfer Deutschland, dieses große, der ist auf dem falschen Weg. Mhm. Jetzt sind wir als AfD ja relativ klein, und also im Verhältnis zu dem ganzen riesengroßen Dampfer. Und das ist ja ganz relativ schwierig, das dann wieder so hinzubekommen. Ja. Aber wenn du mal zum Beispiel dich im Hamburger Hafen umschaust, diese kleinen Schlepperschiffe, was für Riesenschiffe, die innerhalb kürzester Zeit erstmal bewegen und auch noch in eine andere Richtung drehen können. Ja, weil die richtig PS haben. Und mit diesem Bild... Ist ja schon Zeit zum Ende der Sendung, oder war das jetzt zu kurz? Nein, ist gut. Mit diesem Bild, dass also, sag ich mal, die AfD so bezogen auf so ein Hafengebilde, so ein kleiner, ganz, ganz PS-starker Schlepper ist, der tatsächlich ein vielfach größeres Schiff innerhalb kürzester Zeit wieder auf den richtigen Kurs bringen kann, das könnte dich vielleicht auch wieder dann dazu verleiten, noch mehr Enthusiasmus zu zeigen, oder? Naja, ich zeige ja Enthusiasmus. Es reicht nicht, alle 4 Jahre einmal zur Wahl zu gehen. Und die Stimme abzugeben. Man muss ein bisschen mehr machen. Genau. Wenn man was ändern will. Ja, und da sagen wir immer, bevor der Dampfer gedreht werden kann, muss er erstmal gestoppt werden. Es muss erstmal aufhören, dass er in die falsche Richtung fährt. Hm. Und das ist halt Vollbremsung, ne? Und dann richtig hinbekommen. Ich war ja auf einer Bootstour letztes Jahr, ich kenne mich aus. Aber nicht auf dem Dampfer? Nee, aber das war auch sehr schwergängig, das Boot. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Hm. Jetzt ist ja nach Ostern. Ja. Demnächst kommt Pfingsten, ne? Auch. Da arbeiten wir jetzt drauf hin. Pfingsten ist auch wieder sehr schön, muss ich sagen. Da freue ich mich schon auf die Sendung, die wir dann drehen. Ich auch. Und so. Und jetzt sagen wir erstmal. Tschüssi. Genau. Genießt noch die letzten Tage des, wenn vorhanden, Osterurlaubs. Ne? Ja. Der Osterfreizeit und ab nächste Woche. Oder hier am Meer. Ab nächste Woche geht es dann wieder richtig los. Also alles Gute aus Zeulenroda vom gleichnamigen Meer. Tschüss.